Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal The Bureau oder The Bureau XCOM Die Classified. Ja, das ist auch ganz neu erschienen. Moment, ich möchte gerne meine Kampagne löschen, wo ich kurz reingeschaut habe, wie das Spiel ist. Ich kenne ungefähr 5 Minuten vom Anfang des Spiels. Ansonsten ist das Spiel komplett blind. Und ja, mal schauen, ob das Spiel genauso gut ist wie XCOM Enemy Unknown. Das war auf jeden Fall richtig genial. Dieses Spiel soll in demselben Universum spielen, zu den 60er Jahren mit J.F. Kennedy. Also, das ist nicht die Spielfigur, die wir spielen, sondern der ist halt da amtierender Präsident. Und ja, wir steigen einfach mal ins Spiel ein. Slot 1. Optionen. Erstmal. Gameplay konfigurieren brauche ich nicht. Bildschirmgröße kommt noch. Erstmal hier gucken. Ja. Die stelle ich auf 2. Passt so fair. Passt. Ja, passt. Nein! So. Audio. Ganz dringend. Sound. Ja, 60. Musik auf 40. Sprache 100. Gut, neues Spiel. So, ja, passt. Passt auch. Wir spielen auf... Ja... Mal schauen, Rekrut, der Gegner kämpft, aber seine Chancen stehen schlecht. Wehrlose Agenten verbluten langsam, du hast mehr Zeit, sie wiederbeleben. Okay. Nimm neue Agenten in die Liste auf, wenn du im Stützpunkt bist. Nach dem Kampf und an Nachschubstation. Nee, Rekrut ist so billig. Soldat. Der Gegner leistet erbitterten Widerstand. Belebe wehrlose Agenten wieder, bevor sie verbluten. Rekrutiere neue Agenten in der Basis und an Nachschubstationen. Ja. Veteran. Du wirst Taktik und Teamwork brauchen, um zu überleben. Agenten, die nicht wiederbelebt werden, verbluten und sterben. Der Stützpunkt ist der einzige Ort, an dem du neue Agenten anwerben kannst. Also setze sie mit Bedacht ein. Commander. Nutze jeden taktischen Vorteil zum Überleben. Wehrlose Agenten können nur stabilisiert werden, sodass sie nicht sterben, aber sie fallen für den Rest des Kampfes aus. Wirb neue Agenten im Stützpunkt an. Nee, komm, ich spiele auf Soldat. Das passt mir eher in den Kram. William Carter kommt in Groom Range an, um einen hohen Offizier ein geheimnisvolles Paket zu überbringen. Ja, wie so ein William Carter. Machen wir das doch mal. Die Nationen der Erde müssen sich eines Tages zusammenschließen, um Angriffe von Völkern anderer Planeten irgendwas. 28. Oktober 1962. Okay. Die Filmsequenz kenne ich selbst noch nicht. Die habe ich bei der Testaufnahme übersprungen. Wir fangen diese Signale jetzt bereits seit 6 Monaten ab. Noch kennen wir ihren Ursprung nicht. Aber unsere Analysten sind der Ansicht, das sind kodierte Befehle für Schläfer, Agenten, die hier im Land operieren. Genau davor hat Mr. Hoover uns immer gewarnt. Sowjetagenten sind in die obersten Führungsebenen unseres Militärs und Staates eingedrungen. Das steht fest. Die NSA ist nicht überzeugt, dass es eine Aktion der Sowjets ist. Director Falk. Wollen Sie uns jetzt etwa wieder mit Ihren Outsidern kommen?
Es gibt eine neue Entwicklung. Kürzlich fand man ein Gerät in der Illyriummine in Bannack, Montana. Die Technologie ist uns unbekannt. Sie weist jedoch auf eine weitaus höher entwickelte Organisation hin. Und wo ist dieses Objekt? Hier. Schicken Sie Carter runter. Geile Musik. Ah, ich mag diesen alten Rock. Agent Carter? Wer will das wissen? Ihre Begleitung. Anordnung des Direktors. Ich brauche keine Begleitung. Sie bekommen aber eine. Was hat man Ihnen gesagt? Ich soll diesen Koffer hier bei Direktor Falk abliefern. Mehr weiß ich nicht. Und es hat Sie überhaupt nicht interessiert, was drin sein könnte? Nein. Gut. Aber ich muss sicher gehen. Niemand rührt diesen Koffer an, außer mir und Direktor Falk. Das werden wir ja sehen. Wow! Es ist hier. Das ist es. Was zum Teufel? Die Schusswunde? Sie ist verheilt? So, erst einmal nochmal in Optionen kurz was schauen. Sprachausgabe 80, Musik passt, Sound 50, so. Ja, Alter, was war denn das für ein Einstieg? Wir wurden angeschossen, ihr sollt irgendein Gerät runterbringen und... Alter, was war das für ein Viech? Und warum ist der Viech jetzt da verbrannt? Mein Kopf. Okay, nett, Spiegeleffekt. Irgendwas hat sie verbrannt. Aber was? Der Koffer... Was ist passiert? Ich glaube, ich hatte einen zu viel. Moment mal. So, ich habe noch mal kurz nachgeschaut wegen der Sound und der Aufnahme. Ich finde, es passt so. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Passt es so oder passt es so nicht? Und na, Moment, ich muss kurz mein Headset hier enttüdeln hier. Ah, so. Jetzt können wir weiterspielen. Tja, also... ganz ehrlich, rauch mal weniger. Hier ist ja schon überall Rauch. Ganz extrem viel. Öffnen. Okay. Ja. Das Ganze sieht schick aus. Schön 60er Jahre angepasst. Wow. Okay, also unten haben wir unser HUD-Display. Eine Knarre.
Ja. Also mir gefällt auf jeden Fall das Setting. Scheiße. Sind sie tot? Was ist hier los? Der Feind ist hier! Entdeckung! Okay. Ja. Scheiße! Ja, das finde ich aber auch. Ja, was ist? Ich muss hier weg. Okay. Irgendwas jagt uns und irgendwas tötet hier die Menschen hier. Wow! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ein weiterer Toter. Na super. Willst du noch? Ganz ruhig, Will. Unten bleiben und weiter. Okay, unten bleiben. Da soll ich lang. Okay. Flucht. Ja, das kriege ich hin. Die armen Teufel. Sie hatten keine Chance. Oh. Ach du Scheiße. Essen niedergeschossen. Sie wurden überrascht. Ganz geiles Ende. Beim Essen erschossen, also war. Alter, es ist nie passiert. Heftig. Okay, wir sollen da lang. Na, mal schauen. Was zum Teufel? Ja, okay. Hier sah es auch schon mal schön aus. Was jetzt? Okay. Das sind die Sektoiden. Haut ab! Die kennt man schon aus. Okay. Stell sie auf und dann schieß. Hast du doch schon 100 Mal gemacht. Die kennen wir auch schon aus dem normalen XCOM. Sektoiden. Schön, dass die auch hier wieder vorhanden gibt. Also, ich habe ja auch das Spiel XCOM Enemy Unknown. Kann ich euch sehr empfehlen. Vielleicht das play ich das mal. Mal schauen. Dieses Spiel spielt zeitmäßig vor XCOM Enemy Unknown. So, jetzt versuche ich jetzt mal. Au. Erstmal ein bisschen hier zielen üben hier. Ich muss weiter. Okay. Also, nehmt es mir nicht übel, dass ich mit dem Gamepad etwas mit dem Zielen fehle. Ja, so sehen die aus hier. Sektoiden. Denn normalerweise spiele ich solche Spiele. Die Basis also, hält nicht mehr lange durch. Ich muss weg. Spiele ich normalerweise Shooter-Sachen nicht mit Gamepad. Ich komme halt aber nicht klar mit dem Zielen. Das ist irgendwie komisch. Junge, du brennst. Ach nee. Guckt euch das an. Ja, finde ich cool, dass sie sowas eingebaut haben, solche Bilder. Ah, Nadelhübsche. Schick, schick. Also, mir gefällt das Setting schon mal sehr, sehr gut. Auch, dass sie hier ein Originalbild von Kennedy einbauen. Einfach nur super. Allein dieses ganze 60er Jahre. Agent Carter? Hey. Ich bin Agent Nils. Direktor Falk sagte, ich soll. Falk? Ist er am Leben? Soviel ich weiß, ja. Nehmen Sie das Funkgerät da und versuchen Sie, ihn zu erreichen. Okidoki. Kommen, kommen! Direktor Falk! Hier Agent Kenny! Der Direktor und ich verteidigen das unterirdische Labor! Gibt es einen Fluchtweg? Wir bleiben auf Position, bis Sie und Nils zur Evakuierung eintreffen.
Bin schon unterwegs. Gehen Sie ins Lager für neue Werkstoffe und nehmen Sie den Aufzug ins Untergeschoss. Wir halten hier die Stellung, solange es geht. Los, wir können hier abkürzen. Okay. Also, anscheinend wurde 62 hier jede Sekunde und extrem viel und häufig geraucht. Und... Großer Gott, was geschieht da draußen? Anscheinend rauchen sogar die Leichen. Ja. Gut, wir haben einen Auftrag. Zum Aufzug sollen wir. Müsste ich hinkriegen, oder? Vork hat das als einziger kommen sehen. Foto. Eingang zu den Laboren, okay. Keine Ahnung, was das so bedeuten hat. Jetzt ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja. Inni ist ein guter Mann. Er passt auf den Direktor auf, bis wir dort sind. Okay, was gibt's hier? Gut, Heilung brauchen wir nicht. Na dann, Kollege. Dann wollen wir mal, ne? Missiltreffer ist ohne Wirkung. Feindliches Schiff ist... Okay. Also, die Aliens haben sehr nette Schiffe. Muss man ja sagen. So. Mal schauen. Ach, guck mal. Hier, das ist das Zimmer, wo wir eben noch gewesen sind. Feind auf der Brücke! Feind auf der Brücke, wir sitzen fest! Schick das Schützenteam hier auf! Sofort! Was ist das? In Deckung! Deckung! Okay. Auf der Brücke sind Feinde also. Laufen Sie! Rein da! Ja, die hat auch schon mal bessere Tage erlebt. Oh, lol. Mein Hut? Mein Hut! Nein, mein Hut! Gut. Ölfässer. Kann man zerschießen, wunderbar. Aber ich war sehr weit entfernt und habe trotzdem Schaden bekommen. Das ist ja mal Asi hoch 5. Vor allem, dass mein Hut jetzt weg ist. Das ist scheiße. Ich mochte meinen Hut. Mein Hut hat mir alles bedeutet. Okay, wir gehen dann mal... Kalter, Vorsicht! Wow! Sehen Sie nach, ob Sie die Tür öffnen können. Wir treffen uns drin. Alles klar, Kollege. Okay, ich muss diese Tür aufkriegen. Ja, das hatten wir uns eben schon gesagt. Das wird gespeichert. Ich habe ungutes Gefühl. Ungünstig, genau. Gewehr M14, geil. Ja! Ausrüstung erhalten. Gewehr M14. Das amerikanische Standard-Militärgewehr M14 mit Kaliber 7,62 mm. Vollautomatisch. Yeah. Entschuldigung, Soldat. Ich brauche das dringender als Sie. Da sollte ein Schalter sein. So, mit Y können wir die Waffen switchen. Geil. Da ist der Schalter anscheinend. Was? Ein Commander steht und fällt mit seinen Entscheidungen auf dem Schlachtfeld. Selbst der Tapferste stirbt, wenn er sich kopflos in den Kampf stürzt. Will ein Commander überlegene Truppen besiegen, muss er umsichtig, kreativ und präzise agieren. Ja. Still! Sie sind hier. Gehen Sie hinter den Kisten in Stellung. Ich umgehe Sie durchs Fenster. Eröffne das Feuer! Keine Deckung! Feuer eröffnet! Sterbt, ihr Drecksäcke! Muss nachladen! Okay, ja dann. Go! Zur Hölle mit dir! Ja, schön, dass man so ein Tutorial irgendwie bekommen hat, wie man vorzugehen hat. Also, hallo? Guck doch mal.
Sie kommen näher. Befehl? Das war der letzte von Ihnen. Das hat gereicht. Schon. Wir treffen uns bei der Tür auf der anderen Seite. Oh lol, das war schon. Ist ja billig. Nee, aber ich find's schön, dass man so eine Art Einführung bekommt über die Strategie, die man hier gerade nachgehen soll. Das ist schön. So. Erstmal wieder mit der Pistole spielen. Erstklassiger Schuss. Sie sind gut, Carter. Ich war mal gut. Unsinn. Falk hätte kein Interesse an Ihnen, wenn Sie nicht der Beste wären. Man wird sehen. Ja, aber vorher möchte ich nochmal hier unten gucken. Ob wir hier noch was abgreifen können. Irgendwelche coolen Items. Sektoiden. Die möchte ich nicht mitnehmen. Oh. Munition. Okay. Komm ich hier durch? Nee. Aber ich bin mir sicher, da gibt's irgendwie was. Wie komme ich da rein? Ah, nee. Ich muss da irgendwie reinkommen, oder? Kann sein, dass ich mich irre, ich weiß nicht. Vielleicht kommt man da gar nicht rein. Kann man auch nicht hoch. Ja. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Komm ich auch nicht rauf. Wartet mal. Und wenn ich... Hier... Na ja. So. Ja, hier gibt es auch nichts. Ja. Ich dachte, man kann irgendwie hier noch rein, da noch was finden. Sieht so auffällig aus irgendwie. Okay, dann. Dann weiter. Verdammt! Thomas Niels. Gut. Das ist unser Begleiter. Und hier strömt Wasser aus, okay. Lösch schon mal das Feuer. Warte mal, euch schnapp ich. Okay, euch schnapp ich nicht. Wir können nichts mehr für ihn tun. Armer Teufel. Genau. Die quatscht mir immer rein, wenn ich reden will. Alter, hast du einen Sniper? Geil! Gib mal einen Sniper ab da. Schieben einen Sniper hier alles wegballern. Das wäre schon cool. Abstürztes Pflichtding, ja. Genau. Flugzeugabsturz. Die werden dort oben in Stücke gerissen. Die Flugasse sollten Fersengeld geben. Sie wollen sie nicht besiegen. Sie wollen uns nur Zeit verschaffen. Okay. Dann sollten wir die Zeit nutzen, würde ich sagen. Unser Ziel. Okay. Verstanden. Gibt's hier noch irgendwie was? Kann hier nicht neben Panzer fahren hier? Schimmel Panzer. Los, feuert auf das Schiff! Die lassen nicht locker! Weiter feuern! In Deckung! Okay, Panzer richten. Da ging auch nichts aus. Was gibt's hier? Munition, gut.
Deckung und günstige Positionen sichern ihre Agenten und eröffnen Chancen zum Angriff. Sie können Befehlsabfolgen für sie erstellen, etwa vorzurücken und auf ungedeckte Gegner zu feuern. Nutzen sie Gelegenheiten und agieren sie effektiv. Das Kampfgebiet ist ihr Verbündeter, wenn sie es geschickt nutzen. Okay. Chris, bleib! Vorsicht! Da ist so eine Art MG-Nest! Moment, ich habe eine Idee. So, folgt dem Commander. Drücke B, um Schlachtfokus aktivieren. Ah, drücke L, um Nils Bewegungsbefehl zu markieren. Drücke A, um den Befehl auszuwählen. Ah, was haben wir denn hier? Artillerieschlag, kritischer Treffer. Ziel markieren. Bewegen. Und... Tarnung. Was können wir hier? William Carter, Heilung. Okay, geil, wir haben sogar so ein Menü-Ding. Dann bewegen. Ah, drücke, okay. Dann, du sollst... hier hin. Los, da in Deckung! Bin schon unterwegs! Die kraftkritische Treffer, okay. Wähle den Turm... Okay. Los, draufhalten! 1A. Verstärkung! Befördern Sie Kreuzfeuer einrichten! Wie geil. Das ist geil gemacht. Na, krieg ich euch? Ach, da oben. Es ist tot! Den unter Feuer! Ich treffe mich irgendwie. Okay. Kann ich mich nicht heilen? Heilung aktiviert! Sehr schön. Yeah, geil. Alter, das läuft ja gut. Du schaffst das. Was sind das für kleine Mistkerle? Das klären wir, wenn sie tot sind. Ah, warte mal. Treff nicht. Warte, ich brauch Medikamente. Wartet mal. Los, draufhalten. Ballert ihr mal. So, der ist auch down. Das war's, weiter. Au. Wir sollten zusammenbleiben. Schon da. Okay, man kann ihnen echt gut Befehle erteilen. Das ist schön. Dieses Spielelement gefällt mir. Den Befehle erteilen. Gibt's hier rechts was? Nee. Wahrscheinlich kann man nur Türen öffnen, die hier so in dem goldenen Griff markiert sind. Etwas blöde, aber nun ja. Der Terrorstuhl. Okay. Ja. Geil. Der Dubstep-Stuhl, wie ich ihn jetzt nenne. Was? Hä? Hallo, wo kommt der andere Stuhl her? Geil, wo kommt der andere Stuhl jetzt her? Okay, das ist... Top. Einfach nur top. Hier durch. Das Lager ist gleich da vorne. Alter, Moment. Das muss ich doch mal exklusiv filmen.